Letzte Woche haben wir über die Praxis, auch über das Ziel und auch über den Zweck der Praxis gesprochen. Obwohl es kein Ziel der Praxis gibt, doch wenn wir die Übungen richtig machen, erreicht die Praxis eigentlich sein Ziel. Wir haben selber kein Ziel bei der Praxis, aber wenn wir richtig praktizieren, die Praxis hat ein Ziel. Und deshalb immer wieder betont, wenn jemand über die Meditation liest oder von der Meditation immer etwas hört, und sagt immer, die Meditation hat kein Ziel. Wir sollen nur praktizieren. Ist das, stimmt das? Und, aber ein bisschen, das ist, dann soll man klar werden, wir haben kein Ziel, wenn wir dann praktizieren. Wir haben kein Ziel. Man soll nicht denken, ich sitze hier heute, das und jenes zu erreichen. Das können wir nicht machen, weil wir kennen unseren Geist nicht. Wir haben sehr viele Wünsche und dann auch sehr viele Hoffnungen. Und wir wollen dies und uns jenes. Wir wollen das immer, aber wir kennen unseren Geist nicht. Und ob der das will oder ob der wirklich das schafft, wir wissen das nicht. Und wir fangen sehr viele Dinge an und wir denken, das will ich. Und das möchte ich erreichen. Und dann, das ist nur eine Formulierung oder ein Vorhaben, so denken, ich will das. Und das Ich will sehr viel, aber es erreicht aber sehr selten. Und deshalb, wir sollen erstens einfach denken, ich kenne die Praxis sehr gut aus. Ziel weiß ich nicht, aber die Praxis weiß das Ziel. Die Praxis weiß das Ziel. Und, aber ich weiß nur, dass ich praktizieren möchte. Das ist dann, was wir wirklich immer wieder denken sollen. Ich möchte so gerne praktizieren, aber dafür brauchen wir eigentlich die richtige Praxis. Das sollen wir auch nicht vergessen. Und manche Leute wirklich jahrelang irgendeine Übung machen und sie kennen das nicht so gut aus. Sie haben von jemandem gehört oder gelernt, und derjenige, der das wirklich erklärt hat, hat auch von jemandem gehört, gelernt, und aber selber nie das untersucht. Und deshalb richtige Methode, richtige Praxis findet man nur, wenn jemand wirklich auch den richtigen Lehrer gut kennt. Ist auch sehr wichtig. Deshalb bemühen uns immer, auch dann ist am Dienstag. Es ist die Zeit nehmen, 1,5 Stunden. Wir versuchen, die Grundlehre des Buddhas, die Grundlehrreden, einfach zu lesen, auch zu erklären und auch zu verstehen. Es ist sehr wichtig. Ohne Dhamma, ohne die Lehre des Buddha, finden wir keine richtige Praxis. Weil die richtige Praxis liegt in der Lehre des Buddha. Wenn wir dann Wohnstatt, der richtige Wohnstatt der Praxis, nämlich die Lehre des Buddha, wenn wir nicht richtig ausgehen, da können wir nicht auch die richtige Praxis finden. Deshalb, ich sage, das ist dann, wenn jemand das übt, vielleicht schadet nicht so viel, kann auch schädlich sein, aber schadet nicht so viel. Aber wir beschäftigen uns nicht
mit der Lehre des Buddha irgendeine so wie Zeit zu verbringen. Das ist nichts. Das wollen wir wirklich, der Geist oder unsere Praxis, sollen wir richtig sein. Der Praxis wird richtig und der Geist erkennt dieses und dann, der Geist hat dann eigentlich sein Bedürfnis, das zu machen. Wenn das wirklich die Praxis nicht richtig ist und wird der Geist nicht sich damit beschäftigen, kurze Zeit, er fühlt nicht dort wohl und er sagt, nein, das will ich nicht. Und deshalb ist dann, wenn wir richtige der Praxis gefunden haben, dann der Geist bleibt. Es ist sehr, sehr wichtig. Wir sollen der richtige Praxis beginnen, wenn der Geist seine Wohnstatt im Hier und Jetzt findet. Das sollen wir nicht vergessen. Die richtige Praxis beginnt, wenn der Geist sein Wohnstatt im Hier und Jetzt findet. Wenn seine Wohnstatt in der Vergangenheit oder in der Zukunft, wenn er findet oder sucht, da ist keine richtige Praxis. Wir sollen unsere Aufgabe ist, erste Praxis ist eigentlich, wir sollen den Geist wirklich helfen, ihn einen richtigen Wohnstatt im Hier und Jetzt zu finden. Und gesamt, das Satipatthana, die Achtsamkeitübungen, die Grundlagen der Achtsamkeit, das ist der Mittel, das ist wir verwenden eigentlich den Geist, eigentlich seinen richtigen Wohnstatt zu finden. Oder er findet das, wenn der Geist wirklich einen richtigen Wohnstatt gefunden hat, dann dieser Geist erkennt erstens Sabbe Sankhara Anicchati Yada Panyaya Passati At Nibbhindati Dukkhe Esa Maggho Visuddhya, sagt der Buddha, sagt, so ein Geist, der wirklich sein Wohnstatt im Hier und Jetzt gefunden hat, er sieht Sabbe Sankhara Anicca, alle bedingten Dinge vergänglich sind. Er kann das sehen. Und wenn er nicht im Hier und Jetzt lebt oder seine Wohnstatt und dann das vermeidet und irgendwo ist und dann sieht er nicht, dass die Dinge vergänglich sind. Ich habe immer wieder betone ist das auch wiederhole ist, wer der Vergänglichkeit nicht kennt, er kann seinen Geist nicht befreien von Gier. Es ist nicht möglich. Das heißt, wenn der Geist die Vergänglichkeit nicht kennt, er ist eine Sklave der Gier. Unvermeidbar. Und wer wirklich, das sollte dann, Gier ist seine Nahrung wird. Wenn der Geist wirklich die Vergänglichkeit nicht richtig erkennt, Gier wird seine Nahrung. Wenn der Gier seine Nahrung wird, Gier endet immer mit der Dukkha, Leiden. Und auch das ist so, wenn der Geist wirklich die Vergänglichkeit nicht kennt, seine Nahrung wird der Ablehnung oder Hass. Und das immer wieder von dann sagte dann, der Buddha sagte eigentlich, wenn der Geist wirklich die Vergänglichkeit nicht kennt, er ist von Verzehrung bis Entleerung, ist immer haftet an. Ja. Das heißt, von Ernährung bis zum Entleerung haftet er an, lehnt er ab. Und das heißt, von Anfang an, Nahrung und alle möglichen Dinge, ja, das heißt nicht nur, das Wort nicht ernähren und entleeren, das Wort verwendet nicht nur für Nahrung.
Buddha verwendet für alle. Und das, da, bis dahin haftet der Geist an, lehnt ab, verwirrt er. Und deshalb sagt der Buddha, man soll, dass die Praxis bedeutet, dass wir den Geist wirklich der Richtung der in hier und jetzt schicken. Und dieser wird als Geistesgegenwart bezeichnet oder geistig im Hier und Jetzt sein. Oder Geist ist im Hier und Jetzt. Und dafür gibt es so viele Methoden, da vier Grundlagen der Achtsamkeit. Körper betrachten das nichts anders. Manche fragen, ja, ich habe meinen Körper betrachten und ausatmen. Der Körper atmet, dein Körper atmet aus. Und was bringt das? Und was das wirklich, das bringt eigentlich? Wenn der Geist wirklich ein- und ausatmen, richtig beobachtet, diese Funktion, das ist eine universelle Funktion. Es ist nicht nur der Mensch ein- und ausatmen. Das ganze Universum ist mit diesen zwei Funktionen verbunden. Es atmet ein, es atmet aus. Das heißt, er zieht zusammen, zieht auseinander. Das ist der Grundprinzip des Universums. Und diese ist nichts anderes als Entstehen und Vergehen. Und wenn der Geist wirklich, diese ist auch Entstehen und Vergehen. Oder diese ist Zusammenkommen und dann Auseinandergehen. Und diese findet nicht irgendwie mit Zeit und Raum verbundenen in den Bereichen. Es findet immer, sagt der Buddha, hier und jetzt. Es ist nicht der Gegenwart, auch nicht der Zukunft, auch nicht dann Vergangenheit. Deshalb sagt der Buddha, Zeit gibt es nicht, Raum existiert nicht. Deshalb erklärt der Buddha, es ist sehr, sehr deutliche Erklärung von Buddha. Wenn jemand wirklich im Hier und Jetzt ist, wir verwenden das, man kann fragen, was heißt das Hier und Jetzt, ist auch Zeit und Raum. Nein, das ist das sprachlich. Wir haben keine andere Möglichkeit. Und deshalb sage ich, der Jetzt ist der kleinste Partikel der Zeit. Und wir verwenden dieses. Aber Jetzt ist etwas ohne Zeit ist. Und deshalb verwendet jetzt. Hier ist auch so. Und so ist eigentlich dann, wenn der Geist wirklich dann ein- und ausatmen ist, bei diesen Funktion ist, und dann, was da wirklich passiert ist, er ist, weil der Ein- und Ausatmen zusammenkommen, auseinandergehen, der universelle Gesetz findet in hier und jetzt statt. Dieser universelle Gesetz hat kein Zeit, kein Raum. Es ist nicht. Von diesem hier und jetzt, aus diesem hat der Mensch illusionäre Zeit und Raum geschaffen. Aber Universum kennt dieses nicht. Universum kennt nur Zusammenkommen, Auseinandergehen. Genauso der Körper. Körper kennt kein Zeit und Raum. Körper kennt nur Zusammenkommen, Auseinandergehen. Ein, aus. Ja? Und so ist das eigentlich dann, wenn der Geist wirklich dann hier der Ein- und Ausatmen ist. Ein- und Ausatmen finden immer hier und jetzt statt, denn der Geist ist immer hier und jetzt. Er ist hier und jetzt. Wenn er wirklich einatmen, ausatmen, hier und jetzt genau beobachtet, betrachtet, er erkennt das. Wir verwenden das Wort Anicca. Er hat keinen Namen. Er sieht nur diese Bewegung. Es ist immer bewegt sich. Unendliche Bewegung ist das. Unendlich das. Ganze Universum ist unendliche Bewegung. Das Kommen zusammen auseinandergehen. Zum Kommen zusammen auseinandergehen. Und dann sieht der Geist eigentlich, dieses ist das immer verwendet. Wir verwenden das ist Anicca. Anicca bleibt nicht gleich. Das ist das, der vergänglich.
Und dann ist das, der Geist erkennt. Wenn der Geist richtig die Vergänglichkeit kennt, er haftet nichts an. Er haftet nichts an. Warum? Weil er Wirklichkeit, es gibt nichts anzuhaften. Weil der Hier und Jetzt ist alles beweglich. Und was kann der anhaften? Weil er nicht, dann Hier und Jetzt ist eine bewegliche, ein einziger Beweglicher der Welt, Hier und Jetzt, entstehen und auseinandergehen, zusammenkommen aus, das ist diese. Und dann ist, was da passiert, das immer geht weiter und weiter und weiter. Und da gibt es nichts anzuhaften, abzulehnen, zu verwirren. Aber dazu kommen, wenn da sagt der Buddha, wenn jemand das wirklich so weit ist, Atta nibbindati dukkhe. Das sagt der Buddha, sabbe sankhara anicca yada panyaya passati. Panyaya heißt das hier Vipassana Jnana. In der Gegenwart gerichteten Geist die Dinge anschauen kann. Das heißt yada panyaya passati. Und dann Atta nibbindati dukkhe. Und was langsam, allmählich überwindet er sein eigenes Leiden. Es ist überwindet, sagt er, am Ende sagt der Buddha laut und schön, sagt er, Esa Maggo Visuddhya, das ist der Weg zur Reinheit. Und zwei Sätzen sagt der er beschreibt das ganze Universum. Und dann sagt er auch, wie der Mensch wirklich frei werden kann. Und diese Lehre ist wirklich, wenn jemand wirklich will, frei sein von Gier, Hass und Verblendung, für diese Menschen ist diese Lehre. Aber nicht jemand, das wirklich sagt, na, ich will immer noch weiterhin, natürlich für ihn, für diese Menschen auch das diese Lehre. Aber er wird es dann nicht annehmen. Wir sollen wirklich irgendwann Nachteile, das ist der Folgen der Gier, irgendwann erkannt haben. Und Hass, Ablehnung oder Verwirrung. Und Gier, die Wirkung der Gier zu erkennen, ist das sehr, sehr schwierig. Weil die Wirkung, dass der Gier hat hunderttausende Geschichten. Hunderttausende. Erscheint manchmal Schönes. Manchmal ist das Leiden erzeugen, dann andere Seite kommt eine wunderschöne Geschichte wieder. So kommt der Gier. Und deshalb ist das Festhalten, das ist das so schwer, der Gier. Verwirrung. Manchmal sagt es, manchmal, sehr selten sagt man, ach, ich bin so gierig. Sagt man schon, aber sehr, sehr selten. Aber sehr oft verwendet ein Wort, ich war so dumm. So dumm war das. Ich war so dumm. Und es ist das, hier sagten es, dass oft in Deutschland gibt ein Wort, das wieder, es ist andere Wort verwendet. Ja, hier sagt es ist dumm. Ja, und das ist das wirklich, der Mensch wird ganz anders, ja, das ist der, wenn der man wirklich das eigene Zuheit erkennt, ich bin wirklich, ich bin so gierig, ich weiß nicht, ja. Diese Gier hat mir nicht etwas Gutes gebracht. Das ist so immer denken. Wenn jemand wirklich das immer wieder das sieht, dann sagt der Buddha, dieser Mensch beginnt, fängt an. Einfach, das ist dann dieses genauso untersuchen. Diese Menschen finden die Lehre des Buddha. Ja. Und nicht jemand dann die Produktion mehr zu machen, der Dhamma verwenden, Meditation. Diese Menschen finden kein Lehrer. Weil der heutige Welt, manche Leute, das ist die Industriegesellschaft. Die Menschen meditieren, weil sie noch mehr die Lebenskräfte haben, dass sie so noch mehr zu produzieren. Sie finden keiner. Vielleicht von diesen Menschen ein oder zwei. Aber sie werden dann
sofort raus von diesem. Ja, es gibt auch solche Menschen. Die waren schon, die haben das gearbeitet und die haben auch meditiert. Irgendwann habe ich es gemerkt, sie haben gemerkt, na, das ist nichts. Und obwohl die Besitzer, der Besitzer oder die Besitzer immer wieder gedacht haben oder hat, meditieren sollt ihr, ja, und die haben das gemacht. Natürlich haben die immer gesehen, mehr und mehr die Kraft und dass sie mit der Produktion Geld verdienen. Aber irgendwann werden die Menschen weniger. Die werden dann dieser Betrieb, das eigentlich ist, verlassen. Ja. Und da, deshalb sage ich, was sie getan haben, ist auch eine Seite, es ist indirekt Gutes getan. Direkt nicht, aber indirekt, weil die Menschen das verstanden haben. Und wir haben, aber wir brauchen das nicht. Wir haben schon gut gelesen und gut diskutiert und gut gehört. Und jetzt brauchen wir nur üben. Ja. Und unsere Aufgabe ist, wie ich gesagt habe, wir sollen unsere Praxis verstärken und richtig machen. Und dafür ist das eigentlich einziges, versuchen, im Hier und Jetzt zu sein. Das heißt, immer wieder diese Objekten ganz genau beobachten. Und dann sehen wir auch, die Objekte sind wirklich immer wieder anders werden. Auch das ist das gegenwärtig genommene Objekte, wie Einatmen, Ausatmen, sehe ich das auch, dass ständig anders wird. Aber es ist nur ein Sinne, das Sinne sogar Nase, dass sie ein- und ausatmen tut. Aber dann gibt es auch noch andere Dinge. Die Ohren sind nicht zu, hören wird. Und dann ist das der Geist wechselt, das sieht ein Objekt ist, das anders geworden ist. Dann wird Manasikara aufmerksam wird der. Oh. Und das ist nicht der wirklichste Meditation aufgehört. Man soll nicht denken, wenn ich außen mit das höre, ich meditiere nicht. Doch, wir sollen uns freuen, der Geist hat wirklich jetzt aufmerksam geworden. Da gibt es auch nur eines, entstehen und vergehen. Bis zum Ende bleibe ich auch dabei. So ist eigentlich jeder, der Wechseln der Aufmerksamkeit, ist immer als Meditationsnehmen und dann können wir so einige Minuten heute auch die Meditation machen. Ja, anschließend möchte ich wieder sagen, dass wir auch am Abend eine kleine Meditation machen und auch dann ganz einfache Anapanasati, Achtsamkeit auf den Atem richten oder eine Körperbetrachtungsübung, Körperteile. Wie ich gesagt habe, dann ist die fünf Teile wie Kesa, Loma, Naka, Danta, Tattoo. Jetzt habt ihr die Pali-Begriffe auch. Ihr habt schon bekommen. Und dann könnt ihr dann einfach so im Pali auch dann rezitieren und eine Betrachtungsübung machen. Und diese zwei Übungen, ein oder andere, könnt ihr dann immer am Abend praktizieren machen und natürlich dann, wenn ihr dann vergisst, ist auch okay, sollt ihr nicht denken, wir haben das nicht gemacht, ist auch okay, aber ich sage nur, es ist schön, wenn wir das regelmäßig als Übung das tun. Ja, gut, dann für heute. Vielen Dank und schönen Abend noch dann. Gute Nacht dann.